so much to learn about. It'll make you wanna shout, Blippi! Hey, ich bin's, Blippi. Wow, ich trinke gerade sehr leckeren Orangensaft. Er ist so lecker. Er ist sehr süß und hat meine Lieblingsfarbe. Die Farbe Orange. Hey, ich frage mich, woher Orangensaft kommt. Oh, ach ja, er kommt von Orangen. Wie albern. Orangen sind so lecker. Sie sind richtig gut für eure Körper, weil sie euch viele Vitamine und Energie liefern. Yeah! Wow, seht euch das an. Da sind so viele coole, bunte Früchte. Wow, es gibt so viele verschiedene Formen und Größen. Wow, hier. Wow, seht euch diese Früchte an. Die sind ganz pelzig. Sie sind ganz weich. Wow, ja, diese Früchte sind Kiwis. Wow, sie sind braun. Aber Kiwis, wenn man sie aufschneidet, sind sie grün. Und sie sind richtig süß. Oh, hallo. Die sind echt cool. Die hebe ich für später auf. Wow. Wow. Kennt ihr diese Frucht? Diese Frucht ist wirklich groß und schwer. Das ist eine Wassermelone. Wow, Wassermelonen sind wirklich groß und lecker. Ja, sie sind grün, aber wenn man sie aufmacht, sind sie innen ganz rot. Und wie die Kiwi haben sie viele ganz klitzekleine schwarze Kerne. Aus denen wachsen dann neue Wassermelonen. Wow, das war so cool. Wir kennen jetzt all diese verschiedenen Farben und Früchte. Und wir haben auch gelernt, Orangensaft kommt aus Orangen. Wow. Hey, jetzt wissen wir, wo Orangensaft herkommt. Aber woher kommen die Orangen? Vielleicht wachsen sie ganz oben auf einem Baum. Oder vielleicht unten in der Erde. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne einen tollen Ort, an den wir gehen können, um alles Wichtige über Orangen herauszufinden. Hey, kommt ihr mit mir? Yeah, kommt schon, gehen wir! Ich bin so gespannt, los kommt! Hey, ich bin's, Blippi. Und heute sind wir hier bei Showcase of Citrus in Clermont, Florida. Ja, und heute lernen wir alles über Orangen. Wie man sie anbaut und pflückt und sogar entsaftet. Ja, ich bin super aufgeregt und hungrig, denn Orangen sind wirklich lecker. Und nicht nur das, sie haben auch meine Lieblingsfarbe. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Kommt mit. Hey! Ich freue mich so, alles über Orangen zu lernen. Aber zuerst machen wir eine wirklich aufregende Abenteuerfahrt mit diesen großen Monster-Trucks. Ja! Hey, gehen wir näher ran. Los geht's! Wow! Seht ihr die? Diese Felgen und Reifen sind mega groß. Sie sind sogar größer als ich. Wow! Ich liebe Monster-Trucks. Wow! Seht mal in dieses Rad. Es ist wirklich groß. Es hallt hier drin. Echo! Hallo! Wow, ich freue mich so auf die Fahrt in einem der Monster Trucks. Da oben ist die Fahrerin. Hallo, wie heißt du? Hi, ich heiße Amy. Hi, Amy. Ich glaube, Amy nimmt uns mit auf die Monster Truck Fahrt. Das wird sicher ganz toll. Kommt mit. Seht mal, da ist Amy. Hi, Amy. Hi, kommt rein. Oh, gehen wir. Wow, wir fahren mit einem riesengroßen Monster-Truck. Yeah! Setzen wir uns hin, dann kann's losgehen. Okay, los geht's. Okay, wir fahren los. Yeah! Wow, das ist ein richtig lauter Motor. Das wird der Wahnsinn. Also, Amy, ja? Ich liebe Orangen. Können wir später ein paar Orangen zum Essen pflücken? Machen wir.
Können wir irgendeine Orange pflücken? Es gibt nur eine bestimmte Menge Orangen, die schon gepflückt werden können. Die anderen sind noch nicht reif. Aber wir haben sehr viele. Wie wisst ihr denn, ob sie schon reif sind? Das erkennt man meistens an der Farbe. Aber manchmal kann man es auch ganz gut ertasten. Sie muss schon ein bisschen weich sein. Wir lieben Orangen, wenn sie schön weich und saftig sind. Wir wollen keine unreifen Orangen. Nein. Sind das dann grüne Orangen? Tatsächlich ja. Viele Leute wissen das nicht. Weißt du, wie im Herbst die Blätter anfangen, ihre Farbe zu ändern? Genauso ist das bei den Orangen. Sie sind anfangs grün, aber sobald es kühl wird, bekommen sie eine schöne gelb-orange Farbe und dann wissen wir, dass sie reif sind. Wow, das ist so cool. Das wusste ich noch gar nicht. Aber im Herbst verwandeln sich die Blätter von grün in meine absolute Lieblingsfarbe, Orange. Ja! Und Amy hat mir erzählt, dass es bei Orangen genauso ist. Sie sind grün und man kann sie noch nicht essen. Doch dann werden sie schön süß und lecker wie orange Orangen. Mein Lieblingsobst. Hey, es war so ein Spaß, mit euch im Monster Truck zu fahren. Jetzt bin ich echt aufgeregt, denn mit Amys Hilfe pflücken wir jetzt ein paar Orangen im Orangenhain. Ja, komm schon, pflücken wir ein paar leckere Orangen. Okay, erstmal brauchst du deinen Beutel. Oh, unser Beutel. Und du brauchst einen Pflücker, um an die Orangen ganz oben im Baum zu kommen. Alles klar, jetzt brauchen wir den Pflücker. Okay, wir wollen Orangen pflücken, aber wisst ihr noch, welche Farbe die Orangen haben sollten? Ja, richtig. Gelb-Orange. Seht ihr diese hier? Ja, diese Orange hat die Farbe grün. Und sie ist ein bisschen fest, also ist sie noch nicht ganz reif. Suchen wir eine andere. Ich sehe keine auf diesem Baum. Suchen wir nach einer Orange in der richtigen Farbe. Na los! Wow, hier hängen aber viele Orangen dran. Hey, Amy, lass uns diese hier pflücken. Also, wie mache ich das am besten? Also, du musst die Frucht ziehen und drehen. Ich leg das ab. Ja. Und jetzt ziehen und drehen. Vorsicht. Drehen und ziehen. Oh. Wow. Du hast zwei. Ich hab zwei gepflückt. Ja. Und sie haben eine gelb-orange Farbe. Das heißt, sie sind super süß und lecker. Ja, okay. Ich steck sie in unseren Orangenbeutel. Dann können wir noch mehr pflücken. Ich halte ihn fest. Gut, pflücken wir die da oben. Okay. Wir nehmen den Pflücker, weil sie zu weit oben hängt. Wir greifen sie mit dem Pflücker und dann drehen wir sie. Wow, hey, wir haben sie. Und dann greift man in den Pflücker und hat eine leckere Orange. Oh, danke, Amy. Gerne. Hey, seht ihr das? Der Orangenbaum hat wunderschöne weiße Blüten. Oh. Wie heißen diese weißen Blüten? Das sind Orangenblüten. Oh, sie sind wirklich sehr schön. Wofür sind die Blüten da? Nur zur Dekoration? Nein, aus diesen Blüten werden eines Tages die Früchte. Was? Wirklich? Ja. Habt ihr gehört? Diese hübschen Orangenblüten werden zu einer großen, starken und sehr leckeren Frucht. Ja, ich kann es kaum erwarten, sie zu essen. Hey, wir können noch ein paar pflücken und sie dann probieren. Ja, pflücken wir noch ein paar Orangen. Den brauche ich nicht. Wow, hier ist noch eine. Super. Eins. Und noch eine zweite. Zwei. Pflücken wir noch eine. Oh, und drei. Eine passt noch rein. Wir können noch eine pflücken. Ist fast voll. Eine letzte noch. Und vier. Ja. Vier Orangen. Und wow, sieht so aus, als hätte ich den ganzen Beutel mit Orangen gefüllt. Ja, die schmecken richtig lecker als Saft oder einfach nur pur. Vielen, vielen Dank, Amy. Sehr gerne. Jetzt essen wir sie. Kommt mit. Hey, es hat so einen Spaß gemacht, all die leckeren Orangen mit Amy zu pflücken. Und jetzt können wir sie genießen, indem wir leckeren Orangensaft machen. Ja, wir haben hier schon alles, was wir brauchen. Wir haben hier diese Becher. Oh, wir haben unsere Orangen, aus denen kommt der Saft. Wir haben den Entsafter. Ja, in diesen Entsafter legen wir die Orangen rein und dann pressen wir den Saft in den Becher.
Und zu guter Letzt haben wir unser Schneidebrett und ein Messer. Als erstes nehmen wir uns eine Orange und schneiden sie durch. Aber denkt dran, benutzt nie ein Messer ohne die Hilfe eines Erwachsenen. Okay, legen wir los. Wow, so cool! Sie ist schön farbenfroh von innen. So albern. Hier seht ihr das Innere und in diesen kleinen Stücken steckt der süße Orangensaft. Ja, und seht euch den äußeren Ring an. Hier dieser ganze weiße Bereich. Das nennt man Mark. Ja, das Mark ist ein wirklich gesunder Teil der Orange. Also, wenn ihr eine Orange essen möchtet, esst auch diesen Teil mit, denn er enthält viele gesunde Vitamine. Cool. Okay, wir haben unsere Orangen schon halbiert. Jetzt nehme ich den Entsafter und einen Becher, lege dann die Orangen in den Entsafter, drücke ihn ganz fest zusammen und dann sieht man den Saft unten rauskommen. Bereit? Ich drück los! 1, 2, 3! Oh, wow, läuft doch gut! Wow! Ja, und dann nimmt man die Orange raus, legt sie hier hin und nimmt die andere Hälfte. Seht euch den ganzen Orangensaft an. Wow. Gut, dass wir diesen Entsafter haben, mit dem wir den ganzen Saft herausbekommen. Sonst wäre es echt schwer, diese Orangen zu entsaften. Seht mal, der Orangenentsafter hat unten all diese winzig kleinen Schlitze. Ja, und diese Schlitze helfen dabei, alle Kerne aus dem Inneren der Orange aufzufangen. Denn in jeder Orange, die sind schwer zu greifen, stecken diese kleinen winzigen Kerne. Und die Kerne werden eines Tages zu starken, großen Bäumen heranwachsen. Zuerst pflanzt man den Kern in die Erde. Dann wächst ein kleines Blatt raus. Und dann, nachdem man es gegossen und ein bisschen gepflegt hat, wird es zu einem Setzling, der so etwas wie ein klitzekleines Bäumchen ist. Und dann wird er zu einem kleinen Baum und schließlich zu einem richtig großen Orangenbaum. Und er wird frische Orangen tragen, die man ernten kann. Wir haben schon Orangen gepflückt. Also werde ich sie jetzt schneiden und entsaften, damit wir leckeren Orangensaft trinken können. Los geht's! Wow, seht euch die an. Diese Orange hat rotes Fruchtfleisch. Wow, das ist echt lustig. Ja, deshalb heißt diese Orangensorte auch rote Nabelorange. Sie ist zwar rot, aber sie ist dennoch sehr lecker. Wir entsaften sie auch. Ja, geschafft! Wow, das waren echt viele Orangen für diesen leckeren Becher Orangensaft. Aber ich denke, es könnte sich gelohnt haben. Und jetzt dürfen wir das Ergebnis endlich probieren. Okay, ich koste. Ja, der ist richtig lecker. Er ist super süß und auch sehr gesund. Wisst ihr, dass Orangensaft auch sehr viel Vitamin C enthält? Und das ist wirklich gut für das Immunsystem und hilft uns, stark und gesund zu sein. Ja, ich nehme noch einen Schluck. So lecker! Vielen Dank, dass ihr mit mir leckeren Orangensaft gemacht habt. Ja! Hey! Wow, es war so ein Spaß, Orangen zu pflücken mit der lieben Amy bei Showcase of Citrus. Oh, die waren so lecker. Yeah! Wow, seht ihr das? Ich glaube, es ist Zeit für das Bubble Slab. Yeah! Und seht, was da steht. Sinken oder schwimmen. Ja, ich liebe das Spiel. Sinken oder schwimmen. Ich habe eine echt gute Idee. Lasst uns testen, ob das Obst, das wir haben, und diese Orangen im Wasser sinken werden oder schwimmen.
Das wird ein Riesenspaß! Ja! Hallo! Wow! Seht euch das an! Ich freue mich so auf Sinken oder Schwimmen! Wow! Und wir machen sogar ein echtes Forschungsexperiment! Ja! Ein Forschungsexperiment! Ja! Wisst ihr, was das ist? Das bedeutet, wir stellen eine These darüber auf, ob etwas sinkt oder schwimmt, und dann testen wir es und sehen, ob die These stimmt. Ja, lasst uns testen, ob die Früchte sinken oder schwimmen. Los geht's! Wow, seht, das ist all das leckere und bunte Obst von vorhin. Verschiedene Sorten. Hey, fangen wir mit den Erdbeeren an und sehen, ob sie sinken oder schwimmen. Okay, los geht's. Was denkt ihr? Werden sie sinken oder schwimmen? Wow, interessant. Sie schwimmen oben. Wow, diese Erdbeeren haben viel Spaß beim Schwimmen. Versuchen wir eine andere Frucht. Oh, was ist mit dieser Frucht? Das ist eine Avocado. Sehen wir, ob sie sinkt oder schwimmt. Okay, los geht's. Ich zähle von 3 runter und dann lasse ich sie los. Ich frag mich, was passiert. 3, 2, 1. Wow, was macht sie? Oh, seht ihr? Sie sinkt bis auf den Grund. Das ist richtig cool. Okay, es wird Zeit für die nächste Frucht. Hey, vielleicht die Orange? Lasst es uns versuchen. Das wird ein Spaß. Okay, es geht los. Wow! Sie hüpft hoch und runter. Die Orange schwimmt nach oben. Wartet mal kurz. Orangen haben Schalen. Was, wenn wir sie erst abschälen? Gut, versuchen wir es. Hier ist eine kleine und sie hat keine Schale. Sieht irgendwie lustig aus. Testen wir, ob sie sinkt oder schwimmt. Wow, seht ihr's? Ja, ob ein Gegenstand sinkt oder schwimmt, bestimmt seine Dichte. Eine Orange mit Schale ist eher locker zusammengepackt, daher schwimmt sie oben. Aber eine geschälte Orange ist wirklich dicht zusammengepresst. Daher sinkt sie auf den Boden runter. Wow, es war so lustig, mit euch ein Forschungsexperiment zu machen. Über Sinken oder Schwimmen. Wow, all der süße Orangensaft bringt mich in die Stimmung für ein paar süße Tanzschritte. Yeah, lasst uns den O-Saft-Tanz tanzen. Hier sind die Schritte. Wisst ihr noch, wie wir Orangen gepflückt haben mit Amy? Ja, ihr packt die Orange. Wow. Und dann dreht ihr sie und zieht sie ab. Schon habt ihr eine Orange. So machen wir das. Packt eine Orange, packt noch eine und drehen. Es ist wichtig, dass man viel Spaß hat und herumspringt, während man tanzt. Ich freue mich, mit euch zu tanzen. Tanzt los! Nun nimm die Hände, dreh sie ganz. Im Nu kannst du den O-Saft-Tanz. Tanz den O-Saft-Tanz, tanz, tanz. Dreh die Frucht und tanz, tanz, tanz. Der Saft so süß, süß, süß. Beweg die Füße, Füße, Füße. Tanz den O-Saft-Tanz, tanz, tanz. Dreh die Frucht und tanz, tanz, tanz. Der Saft so süß, süß, süß. Beweg die Füße, Füße, Füße. Ja! Hey, das war echt ein toller Tag mit euch heute im Orangenhain. Wow, wir haben so viele schöne Sachen gemacht, wie Orangen essen, Orangen pflücken und wir hatten leckeren Orangensaft. Ja, und wir waren sogar im echt coolen Bubbles Lab und haben gelernt, ob Orangen sinken oder schwimmen. Und auch viele andere Früchte. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Hey, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Ja! B-L-I-P-P-I. Blippi. Gut gemacht. Also, wir sehen uns dann.
Bye-bye! Come on everyone, let's make learning fun. Blippi! So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi!